Zweitwohnungen werden teurer. Die Stadtkämmerei will die Zweitwohnungssteuer von 9% auf 18% verdoppeln. Dadurch soll der Wohnungsmarkt entlastet und bis zu 7 Millionen Euro mehr eingenommen werden. Über den Vorschlag entscheidet der Stadtrat am Mittwoch. Ausnahmen der Steuererhöhung soll es für verheiratete Pendler und Geringverdiener geben. Mit den geforderten 18% steigt München an die Spitze der Zweitwohnungssteuersätze in Deutschlands Großstädten. Dort zahlen Mieter im Schnitt zwischen 8% und 16% der Netto-Kaltmiete. Klage gegen Fahrradwege. Der Automobilclub Mobil in München will gerichtlich gegen einige Münchner Fahrradwege vorgehen. Ziel der Klage sind die neuen Pop-up-Radwege, die in dauerhafte Radstrecken umgewandelt wurden. Der Verein sieht das als Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Die neuen Radwege sorgen für mehr Stau und seien kaum sinnhaft, so Mobil in München. Am Mittwoch will der Automobilclub vor dem Verwaltungsgericht in München Klage einreichen. Keine Brandstiftung. Nach einem Brand in einer Truderinger Autowerkstatt am Freitag kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Im Bereich der Irmeler Straße kam es am Freitagmittag zu dem Feuer mit bislang unbekanntem Schaden. Zwei Mitarbeiter der Werkstatt wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden mehrere hochwertige Autos beschädigt und das Gebäude zerstört. Die Münchner Polizei ermittelt weiterhin nach einer Brandursache.